Hohe CPU-Auslastung wegen Java-Plattform, SE, irgendwas. Das ist Minecraft. Jetzt komm mal. Ich muss das Haus mal eben wieder heilen. Lass mich, jetzt hast du es wieder. Guck mal, ich baue nur das Birkenholz ab. Oh, jetzt habe ich wirklich abgebaut. Ach, der ist so dumm. Warum mache ich das denn? Guck mal, das sieht voll gut aus, oder? Ich meine, mit dem Boden. Das ist voll beeindruckt von uns. Komm. Schon unterwegs. So dumm. Warte, ich mach's kaputt, ich hab nur eine Axt. Oh, jetzt hab ich das mit dem Holzschwert kaputt gemacht. Hier, guck's dir an, guck's dir an. Das hab ich vorhin auch schon gesehen. Dafür hast du mich jetzt extra von meiner Arbeit abgelenkt. Guck mal, da vorne ist voll der coole Berg. Da gehen wir später hin. Oh, ich hätte gerne Optifine. Hast du Optifine? Das ist nötig. Jojo hat das, das ist voll scheiße eigentlich. Aber es ist voll cool, dass du zoomen kannst. Das ist voll unnötig. Naja, aber dann könnten wir jetzt den Berg da hinten sehen. Ja, okay, du kannst ihn sehen, aber du kannst nicht alle einzeln. Oh, jetzt habe ich die Tür kaputt gemacht. Baust du sie wieder hin? Ja, machst du. Ja, super. Wir machen das App. Wir bauen. Die liegt da, ne? Also, du solltest sie irgendwann aufsammeln, sonst despawnt die. Wir machen das jetzt erstmal so. So, guck mal, ich hab den Eingang voll cool gemacht. Oh. Wir bauen jetzt erstmal das Haus hier schön. Machen daraus später eine riesige Villa. Und dann gehen wir ins Gebirge. Oh Mann. Ey, kann ich ins Gebirge schon mal gehen? Ich mach so eine kleine Höhlenexpedition, damit wir schon mal so ein bisschen Eisen haben und uns einmal uns bauen können, okay? Was ich muss mit. Du wirst so schnell, wirst du mich nicht los. Los, komm mit. Wir gehen. Ach, das ist gar keine Spitzhacke. Ja, warte, ich mach mir... Ey, ich möchte ein bisschen Stein wieder haben, ne? So, das ist alles hier drin. Alter. Gib mir auch mal ein bisschen Stein, ich will mir Spitzhacken machen. Und ein Schwert. So. Hallo. Ey, wenn du nicht machst, wie viel Leben hast du noch? Und auch Essen. So. Ja, geil. Ich hab noch ein bisschen Leben und Essen habe ich mit dir. Alter. Und zerbricht nicht andere Leute, wenn sie gerade reden. Lass mich doch. Ja. Ich geh jetzt los. Nein, warte noch. Ich brauche noch ein Schwert. Was ist ein Fleck? An meinem Haus. Wer war das? Guck mal, das hat was für ein Fleck? Fleck. Egal. Hä? Du hast nicht das gute Tick, du hast gar nicht das gute. Jetzt hab ich Schaden gekriegt, das ist mein Leben nicht mehr voll. Ich hab Schaden. Ich hab nur ein Herz. Ja, ein halbes. Ich hab ein halbes abgeschnitten. Ich brauch was zu essen. Ich hab noch was, aber ich geh's hier nicht. Okay, dann töte ich dich jetzt. Okay, mit meinem halben Herz soll ich es überlassen. Oh, warte doch mal, du rennst wieder voll vor. Außerdem wird gerade Nacht. Und wir haben gar keine Fackeln. Ja, egal, gehen wir eben ein Stück in eine Höhle rein. Stimmt, wir haben keine Fackeln. Das ist nicht. Nein, warte, wir müssen wieder zurück. Wir brauchen eine Fackel. Aber ich habe gerade auf der Karte. Gesehen. Wir gehen einfach ein Stück in eine Höhle rein und holen uns einmal Kohle. Und dann machen wir uns hier Fackeln. Hier dann können wir die restliche Kohle abbauen. Steinplatz gefunden. Mit Wasser. Oh, guck mal, wie riesig dieser Berg hier ist. Komm warte, mal hierher, ich hab Schafe gefunden. Dann können wir uns ein Bett bauen. Und dann können wir uns vor uns markieren. Ja. Warum nennst du das Spawnpunkt markieren? Das hört sich behindert an. Voll cool. Ich will aber, dass du das nicht mehr sagst. Sag das aber. Sonst mach ich nicht mehr mit. Du machst trotzdem mit. So. Oh, da hinten ist sogar noch Dschungel. Ja. Ja? So, was wird Nacht, ich hab voll Angst. Ja, komm, wir gehen lieber erstmal wieder zurück. Ja, ich fahre aber gerade Stein. Nimm den Stein mit und komm wieder zurück. Wenn ich das schaffe. Mach ich das gerne. Dann mach ich das gerne. Oder ich baue mich hier einfach. Ach nein, ich habe ja gar keine Kohle, dann spawn ich auch Monster. Ja, okay, ich gehe lieber jetzt. Ja, okay, wir machen uns einfach jetzt zu Hause Holzkohle. Ah, Monster. Sind schon welche da? Nö, noch nicht. Also zumindest habe ich doch einen Zombie. Monster. Ah, jetzt habe ich ein Skelett gesehen. Du lässt immer die Tür offen. Dafür hasse ich dich. Nee, du bist ja letztes im Haus gewesen. Was denn zu heulen? Du wolltest unbedingt ein gemeinsames Haus. Ich wollte gar nicht mit dir auf so engen Raum leben. Dann geh doch weg. Oh, hier ist eine Höhle. Geh doch. Ich glaube, ich renne in die falsche Richtung, oder? Nein, da hinten ist unser komisches Ding. Was du Haus nennst.
Oh, ich habe schon wieder ein Ei. Ja, was man damit Schönes machen kann. Ich spawn uns ein Haus hin, wenn das geht. Ja, das ist voll cool, das nennen wir dann Chicky. So wie Hardy bei Pete's Meat. Du solltest mir jetzt übrigens helfen. Ich bin direkt vor dem Haus, aber ich bin gestorben. Oh, scheiße, ich muss mich nochmal teleportieren. Nee, darf ich das? Ah, okay, ich mach's einfach. Das letzte Mal. Das war die letzte Aktion. Nächstes Mal gibt's ja aber richtig Ärger. Was willst du denn machen? Mich töten? Ich krieg Bann und so. Das ist volle Programm. Jetzt sterbe ich auch. Ja, ich kann leider dir nicht helfen, weil ich hier immer noch in diesem Eiswald bin. Bei mir. Oh, ich habe einen Hund gefunden. Ich will nochmal sterben. Oh, jetzt greift er mich an. Ich bin geschlagen. Ich wollte eigentlich, ich jetzt sammle gerade Seeds. Aber dann habe ich auch so den Hund geschlagen. Ja, komm her, du hässlicher Hund. So, wie wollen wir das jetzt machen? Soll da noch eine Steinreihe oben drauf? Oder soll da... Ich muss was essen. Oder soll da oben so Holz drauf, also so unbearbeitetes Holz? Nee, ich kann nichts machen, das ist voll scheiße. Ich gehe nochmal neu in den Server. Oh, Alter, was du für eine Verbindung hast, ey. Ja, jetzt bin ich immer noch im Wald. Letzter. Nein, ich meine im Eiswald, da wo unser Spawnpunkt ist. Klar. Ja, aber warum? Zufrieden. Du hast übrigens eben gar nicht dich teleportiert. Nein, hast du nicht. Du hast das nur geschrieben. Naja, stimmt, weil ich zwischen. Ey, lauf doch nicht gleich raus. Es steht hier ein Skelett. Alter. Hier, komm wieder rein. Konnte das gerade nicht schlagen. Ja, die hab ich doch schon. Vorher kämpfe ich mit diesem Skelett. Dann töte ich trotzdem das Skelett, damit ich wenigstens nicht mit leeren Händen... Ach ja, ich hab ja schon ein Ziel. Den könnte ich wieder in unserem Haus anbauen. Du hast den einen kaputt gemacht in deiner wilden Raserei, nur weil ich dich einmal aus Versehen geschlagen habe. So, jetzt legst du dich einfach nur ins Bett. Leg dich ins Bett. Dann markierst du ins Bett. Wieso? Leg dich ins Bett. Du? You know, may not rest now, because there are monsters nearby. Und ich habe übrigens wieder einen Knochen. Und ich will Stein haben. Liegt in der Kiste. Sofort. Der liegt gar nicht in der Kiste. Achso, ich bin auf den Crafting-Tisch gegangen. Ja, da kannst du aussuchen. Mit was kämpfst du gerade? Noch mit einem Creeper. Hast du gewonnen? Stimmt nicht. Ja, erfolgreich. Mach die Tür zu. Alter, pass auf, Eier geworfen, die können hier fliehen. Sorry, ich mach die Ofenschnee kaputt. Du bist so dumm. Ja, ist doch viel wichtiger, dass die Hühner drin bleiben. So, kannst du auch wieder hinbauen. Soll das Haus jetzt noch von außen irgendein komisches Muster haben? Oder die Decke, soll die noch irgendwie anders aussehen? Nö. Oh, die wollen die ganze Zeit raus, die Armen. Du musst die füttern. Das ist jetzt hier so eine Aktion werden, wie so... Siehst du, ich sag... Guck mal, ich werf da hier so ein Ziet hin. Ich hab den fressen. Oh nein, sie wollen vor dem weglaufen. Keine Angst, ich hab den Ziet wieder weggenommen. Wollen die Knochenmehl essen? Warte, ich möchte das aber mal testen. Kann ich die damit vergrößern? Das ist verboten, bestimmt so irgendwie Drogenverabreichung an Hühner oder so. Nee, du hast schon wieder die Tür aufgelassen. Du gehst mir so auf die Nerven. Ja? Ja, jetzt ist hier ganz weg. Oh, Creeper. Du musst immer die Tür rein. Sonst darf nämlich dein Hühner weg. Ich brauche Leitern. Ich will Leitern haben. Ich will auf jeden Fall eine Dachterrasse. Ja, und langsam hol mal ein bisschen dunkles Holz. Ich habe schon. Wollen wir daraus das Dach machen? Ja. Ja klar, das mache ich jetzt. Ich fange schon mal an. Wir machen, wollen wir so ein Treppendach machen, ja, ne? Nein, wir machen. Nein, wir bauen ein flaches Dach, da kann man sich noch oben drauflegen und einen Pool reinbauen und so. Nein, wir machen ein bisschen Treppen, also eine Reihe Treppen oder so und dann ein flaches, weil das sieht viel cooler aus, als wenn wir gleich ein flaches Dach machen. Treppe. Dazu nehmen wir. Ich mach schon, ich hab schon, bei dem neuen Update sind jetzt die Treppen nach Dings. Ich mache aber so eine Birkenholztreppe. Farbe. Nein, wir machen aber aus dunklem Holz. Ja, was sieht scheiße aus, wenn
Ja, aber es sieht scheiße aus, wenn wir nein, dann ich mein, da oben. Ich meine, halt so hoch gehen. Hey, nein, dafür machen wir Leitern. Leitern, ey, komm, wo kommst du denn her? Ja. So. Oh, Leitern. Ja. Ja, okay, doch. Ich weiß schon, wo du herkommst. Da benutzt man Leitern. Das darf man nicht sagen. Darfst du aber nicht sagen. Sonst zeige ich dich an. Na und? Oh, bin ich intelligent. Oh, Alter, wie viele Treppen. Hast du eigentlich schon einmal mal... Nein, das Huhn ist rausgekommen, du hast es rausgelassen! Das andere Huhn ist auch weg. Heute ist runter. Alter, jetzt töte ich das... Nein, ich töte es nicht. Ich lass es groß werden, dann können wir es nicht züchten. Kannst du dich an dem Huhn vergehen? Ey, nicht solche... Wir bauen ihm nachher ein Gehege draußen. Oh, das andere Huhn ist hier auch. Das schlage ich aber wieder rein. Ha! Nein, das versucht zu entkommen. Piss dich. Ey, lass meinen Huhn in Ruhe! Ich will es nur zu ihrer eigenen Sicherheit. Nein. Ja, das weiß ich auch. Egal. Was? Bin ich ausgegangen? Wollen wir das auf die Höhe bauen? Ja, warte, wir machen das doch anders. Jetzt machen wir so. Jetzt machen wir so. Nee, das ist das falsche Holz. Ich bin gleich tot. Warte, ich hab voll die gute Idee. Ich bin mich mal eben dumm, ne? Oh Junge, wir wollten nicht cheaten. Nö. Du darfst dann aber nicht teleportieren. Doch mein Spawnpunkt markiert. Ja. Wir können uns übrigens nicht beide in das gleiche Bett legen. Das ist nicht klar, ne? Dumm, ne? Ist schon markiert, wenn man einfach nur... Hier, guck, da bin ich doch schon wieder. Ja, ich weiß, aber wenn wir uns ins gleiche Bett doch, legen, dann wird das gar nicht markiert. Wir können ja die Zuschauer fragen, was meint ihr? Da bin ich mir sogar sicher. Guck mal, ich bin doch schon wieder hier. Ich bin gerade gestorben. Ja, du hast jetzt auch als einziger darin geschlafen. Du hast auch schon geschlafen, oder nicht? Nein. Nee, dann mach das doch mal. Nein. Bei mir stand da ein Monster nearby. Oh, ich habe ganz viele Treppen daneben gebaut. Ich baue jetzt erstmal einen Teil vom Dach. Du kannst dunkles Holz farmen gehen. Nee, es ist jetzt Tag, wir gehen gleich in die Höhle. Nee, ist aber langweilig. In die Höhle können wir auch abends noch gehen. Wenn es gerade erst dunkel wird, weil dann... In der Höhle ist ja sowieso egal. Nein, ich fahre hier die ganze Zeit immer runter. Ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen Holzkohle, damit wir uns gleich... voll gechillt. Alter, was ist das? Ich kann in der Tür stehen. In der Treppe. Ich habe gerade für komisch geredet. Ich bin voll heiser. Ich brauche. Oh, du redest viel. Du musst irgendwie alles kommentieren. Ja, okay, ist okay. Ich bin schon ruhig. Ich hol Holz. Brava, kein kleiner Sklave. Sklave rassistisch? Nee, oder? Würde ich nicht sagen. Nein. Ja, ich habe schon wieder keinen Schaden gekriegt. Lass uns so hautbar. Natürlich. Nein. Das ist ja gar alle schwarz beleidigen. Rassistisch kann auch gegen Juden sein oder so. Ja. Nein, das ist dann judistisch. Du bist so dumm, ne? Ja, los, hier schreibt einer in die Kommentare, wer recht hat. Aber stimmt eigentlich, Elotrix. Oh Mist, jetzt habe ich schon wieder einen Let's Player gesagt. Jedenfalls, der macht immer rassistische Witze. Ja, aber die haben immer seine Zuschauer geschrieben. Das heißt, er ist nicht daran schuld, obwohl er liest sich vor. Ich würde schon sagen, dass er schuld ist. Was meinst du? Ey, ich springe aus 1, 2, 3, 4 Höhe und kriege keinen Schaden. Darauf muss ich jetzt erstmal hinkeln. Nein, wir haben auch Gefühle. Oh, da bist du. Ich suche meine Höhle, in die wir gleich reingehen. Ich hab eine gesehen letztes Mal, da bin ich fast reingefallen. Ja. Jemand ruft bei dir an. Ich geh einfach nicht ran. Nein. Doch, geh am besten ran. La 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 la. Aber was, wenn das jemand ist? Kann's gar nicht hören. Was, wenn dir jemand sagt, dass ein Familienmitglied von dir gestorben ist? Oh, ich hab eine Höhle gefunden.
bist du? Das ist meine Höhle. Bist du im Gebirge? Bist du im Gebirge? Ich habe immer noch keine Fackeln. Nein, aber ich habe Eisen. Ich bin vorm Gebirge. Da ist so eine große Wiese und da ist irgendwo so ein Loch. Warte, ich komme gleich wieder raus. Ich will nur schnell das Eisen abbauen, damit du mir das nicht wegziehen kannst. Komm, dann geh wieder jetzt rein. Ich mache ein paar Fackeln, dann geht's los. Ich bin im Haus. Wo bist du denn? So. Ja, ich mach da so einen geilen Cobblestone so im Leben. Mach ihn aber nicht so hoch. Ist ein Kreuz, was den Schatz markiert. Obwohl, lieber nicht, das ist ja wieder judistisch. Mein Gott, du machst ja eigentlich auch so ein Kreuz viele Gedanken. Aber keine Angst, wir sind beide, also wir sind beide Christen. Und wir mögen euch alle. Wir haben euch alle lieb. Nicht alle. Okay. Wenn die uns nicht mögen und uns umbringen Kreuz. Wollen oder so. Oder Selbstmordattentate machen wollen. Ja und? Hallo? Jesus hat mal gesagt, du musst sollst deine Feinde lieben. Wenn ihr eine reinhaut, dann sollst du ihm auch die andere Wange geben. Ja. Ich habe bei Religion aufgepasst. Oh cool, hier ist ein Erdekreuz. Dafür das hat aber nichts mit Selbstmordattentäter zu tun. Oh, jetzt habe ich da zwei Kreuze. Oder liebst du Selbstmordattentäter und Terroristen stimmt. Und so? Wieso? Warte, daraus kann ich auch dafür kann ich auch Anspruch machen. Wenn ein Selbstmordattentäter sich auf die linke Seite eine Bombe bindet, dann biete ihm, dann bind sie ihm auch auf die rechte. Ich frag, ob du ihm auf die linke Seite eine Bombe binden kannst, dann binde ihm auch eine auf die rechte Seite. Ja. Wohl, warte mal, das ist sehr fies. Ja, egal, gib mir was zu essen. Schnell, schnell, ich verhungere gerade. Ist ja geil. Ja, egal, dann gehe ich eben halb sterbend in die Höhle. Warte, ich esse einfach. Oh, das geht aber nicht. Ich die ganze Zeit hinter dir Schaden. Oh, es ist schon vorbei. Na was? Oh, du bist so blöd, ne? Jetzt bin ich hier extra hergekommen. Das ist einen weiten Weg, habe ich auf mich genommen. Und dann? Ich habe aber noch eine Höhle. Guck mal, ich klau dir deine ganze Fackel. Wo geht's denn hoch? Ich bin intelligent. Nein. Lass mich in Ruhe. Hier, ich bin direkt hinter dir. Höhle. Warte, hier ist eine. Ich da genau. Ja, das ist gar keine richtige. Wird das auch wieder nur so eine kleine Pipsöhle? So ein Durchgang. Alter, das ist voll cool. Damit machen wir irgendwas irgendwann später. Komm, wir gehen weiter nach oben. Oh, du bist schon oben. Ich bin. Ich kill ein paar Schafe. Oh, da unten ist ein Skelett. Das töte ich jetzt. Ah ja, runtersprinten. Oh, ich habe nur noch voll wenig Leben. Boah. Das tötet mich fast. Hat zweimal geschafft, was? Auf mich zu schießen. Ein Schaf. Es waren seine letzten Schüsse. Ein Schaf? Nein, ein Skelett. Ja, keine Ahnung. Was machst du denn hier? Was soll ein Nachmacher? Du läufst mir die ganze Zeit nach. Ich sammle hier nur Wolle für Betten. Und für andere. Gar nicht. Oh, wir müssten mal ein paar Kühe finden. Was sind dann Bergkühe? Ich hab gerade ein Zombie. Oh, da hinten ist eine Höhle, oder ist das keine Höhle? So, wie viel Wolle hast du? Ich habe jetzt nämlich ein. Oh, hier ist ein Flieg. Oh. Ich erzähle dir nicht, was ich gesehen habe. Ich laufe jetzt lieber irgendwie in eine Höhle rein. Die ich gerade gesehen habe und wo ich fast reingefallen wäre. Betten, ich finde sie. Oh, hier ist gar nichts. Oh, mein Kopf tut hinten voll weh. Nee. Ich hack dir deinen Finger ab. Das ist ja noch mehr weh. Dann merkst du den Schmerz von deinem Hinterkopf gar nicht mehr. Bin hier. Warte mal, wo bist du? Da. Ich finde da dich nicht. Ist der Dschungel. Bist du hinter mir? Piste. Ja. Ja? Wow, ich hab hier noch gar nicht gesehen. Einen Abhang gefunden, der voll langweilig ist. Nix. Wow. Ich habe hier gerade voll die tiefe Klippe wo gefunden. Da ist unten ist Lava sogar. Oh. Ja, dann sag mir auch, wo du bist. Gib mir mal Koordinaten. Nö. Koordinaten ich bin ist 280, oder? Minus 280, minus 9. Oh, hier ist voll der. Minus 9. 208, minus 280, minus 9. Ja, das ist hier Höhle. Alter, wie weit du dann von mir entfernt bist. Nee, Minus 280, minus 9. Ich bin,
x minus 280, ne? Ja, x minus 280, z minus 9. Ja, x minus 280, z minus 9. Z ist die Höhe. Wie viel war das 280? Alter, scheint hier ein Skelett. Wie viel war das 280? Minus 280, minus 9. War ein Skelett, ich hab's genau gesehen. Ist das weg? Ah, ich seh's. Stirb, du scheiß Skelett. Ich seh jetzt hier nichts. Z ist gar nicht die Höhe, Y ist die Höhe. Z ist gar nicht die Höhe, Y ist die Höhe. Okay, doch, Y ist die Höhe, aber das ist mir egal. Oh, 80 war dann. Y ist die Höhe. Siehst du? Oh, hier geht's ja wirklich voll tief. Tja, siehst du? Oh, hier geht's ja wirklich voll tief. Alter, ich hab's auch gefunden, ich wär fast drauf gegangen. Jetzt bin ich... Alter, ich hab noch ein halbes Leben. Ich bin gerade richtig hoch. Also richtig tief. Oh, hab ich mich erschreckt. Hier ist Eisen. Ich geh hier voll tief rein und hier ist gar nichts. Ja, genau. Direkt unter dem Eisen ist so ein richtig geiles Loch. Standst du auf dem Eisen, während du es abgebaut hast? Nein, zufällig nicht. Sonst würde da jetzt stehen, Pro Miner 7000 hit the ground too hard. Ich hab keine Fackeln und ich finde dich nicht. Und ich hab kein Essen mehr. Wo bist du denn? Wo? Da. Hallo. Lass uns irgendwie da runterspringen oder so in so Wassergraben. Du weißt aber schon, dass wir das nicht überleben werden. Ist immer voll spektakulär für die Zuschauer. Nee, also überlebe schon, aber wir werden... Ich überlebe das, ich baue mir jetzt einfach nicht lange da unten überleben. Alter, scheiße, das ist ein Skelett. Was schießt mich mal ab? Sterbe ich ja schon. Tja, da musst du wohl hierher kommen. Ich baue nämlich... Guck mal, ich habe einen Aufzug gefunden. Ich habe nur keine Fackeln. Ich sterbe. Ihr folgt mir mal auf meinem coolen Weg. Hier nicht. Wo bist du? Ja, ich bin hier bei der Stelle, wo wir eben waren. Komm runter. Hier habe ich nämlich einen coolen Weg gebaut. Ich kann ja Gravel runterfallen lassen. In die Lava. Genau. Guck mal. Oh, ich habe noch nicht mal getroffen. Oh, geil. Nee, das ich habe einen Obsidian-Block gebaut. Ja, also hier ist ein Aufzug. Zug. Ach, egal. Oh, ich wäre fast gestorben. Oh, hier ist ein Creeper. Den lock ich an, dann fällt er in die Lava. Creeper. Ja. Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Das ist nicht so gut. Hilf mir. Und oh, das war ganz knapp. Wir fassen in die Lava. Machen wir erstmal eine Pause.